Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fernbus Simulator Busbot Fest System der Danny Bitters. Wir werden heute die Linie 425 fahren, und zwar von Duisburg bzw. von Dortmund nach Bonn über Essen, Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach und Köln. Und ich würde sagen, wir beginnen, und zwar mit dem Borden. So, er möchte nach Auf Mönchengladbach, das geht's. stimmt. Er Ciao. möchte nach Gelsenkirchen, Zoom Erlebniswelt. Bye. Auf Düsseldorf geht's. stimmt. Ciao. Bonn Sehr stimmt. freundlich. Moin. Ciao. Mönchengladbach stimmt. Guten Tag. Ciao. Mönchengladbach stimmt. Servus. Köln Auf geht's. stimmt. Guten Tag. Ciao. Gelsenkirchen stimmt. Moin. Fahren Bielefeld Sie stimmt hoch. leider nicht. Mahlzeit. Stuttgart Ich stimmt habe durch nicht. das falsche Ticket gebucht. Moin. Leider. Bonn Well, stimmt. guten Tag. Das Wolgast Ticket. stimmt Ach, auch nicht. Mist. So, wir sind fertig. Die anderen können nicht mitfahren. Das heißt, wir steigen wieder in unser Fahrzeug und spielen folgende Ansage ab. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn Busbahnhof über Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen und Köln. Der nächste planmäßige Halt ist Gelsenkirchen Zoom Erlebniswelt. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station via Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen and Cologne. The next stop is Duisburg, Gelsenkirchen, Zoom World of Experience. Ihr habt es gehört. Wir fahren einmal quer durchs Ruhrgebiet mit unserem hübschen kleinen Bus hier. Ich finde ihn richtig schön. Auch von der Lackierung her, muss ich wirklich sagen, ist mal wirklich was anderes als immer die großen Reisebusse. So, das schaffen wir aber noch. Ja, leider, war keine Absicht. So, nee, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Die schaffen wir auch. Wunderbar. So, 29 Kilometer jetzt noch bis Gelsenkirchen Zoom Erlebniswelt. Wart ihr schon mal da? Kann euch sagen, ist eine Reise wert, vor allem für Kinder. Also wenn ihr Kinder habt und ihr ein Freizeitprogramm sucht, vielleicht jetzt gerade in den Ferien, nehmt das auf jeden Fall mit. Es lohnt sich, kann ich euch nur versprechen. Ich war schon mal da und ja. Da macht ihr nichts verkehrt. Auch der Eintritt ist, glaube ich, gar nicht so teuer. Wie viel das jetzt genau kostet, weiß ich nicht, aber meine Erinnerung zu haben, dass es gar nicht so teuer ist. So, wir dürfen. Und Gelsenkirchen ist ja sowieso eine meiner Lieblingsstädte, weil natürlich dort der FC Schalke ansässig ist, dem ich vom Herzen sehr nahe stehe, weil das ist nur meine Empfindung. Auch wenn wir gerade aktuell vielleicht nicht so gute Karten haben in der zweiten Liga, aber ja, wir kommen wieder, da seid euch sicher. Wir kommen wieder. So, dort vorne, ihr seht es vielleicht schon hinter den Bäumen, die Veltins-Arena. Auch immer eine Reise wert, finde ich zumindest. So, fahren hier links.
können dann auch gleich die nächste Ansage abspielen. Ich denke, das machen wir jetzt, wenn wir um die Kurve gefahren sind. Und zwar jetzt. Wir erreichen jetzt den Zwischenhalt Gelsenkirchen, Zoom-Erlebniswelt. We now reach the next destination, Gelsenkirchen, Zoom-Adventure World. Ja, hätte ich vielleicht doch noch ein Stück warten können. Weiß ich jetzt das nächste Mal. Weil die Ansagen sind doch relativ kurz, wie ihr merkt. Also ihr müsst das immer so ein bisschen abschätzen. Bei den Linienbus-Szenarien reicht es wirklich, kurz vor dem Halt abzuspielen, weil die relativ kurz sind, die Ansagen. Selbst wenn das auch in Englisch noch übersetzt wird. Werde ich jetzt für den nächsten Halt mir merken. Weil die Ampel dauert hier doch noch ziemlich, wie ihr seht. Also dann reicht es, glaube ich, wirklich, wenn ihr das so 1-2 Kilometer vor Erreichen des Halts abspielt. Ich habe es jetzt tatsächlich noch ein bisschen früh gemacht. Aber man muss sich doch erstmal rantasten. Und kann es dann beim nächsten Halt besser machen. Ups. Da vorne ist der Halt, ihr seht's. Und dann haben wir den unseren ersten Stop Gelsenkirchen Zoom Erlebniswelt erreicht. So, wunderbar. Ja, so können wir stehen bleiben. Dann steigen wir mal aus und boarden die nächsten Passagiere. Wo möchte die Dame denn hin? Bonn, das ist richtig. Dann nehmen wir die ältere Dame hier mit. Duisburg, auch sie möchte, kann mitfahren. Bonn ist richtig. Die möchte nicht, aber sie möchte. Düsseldorf ist richtig. Sie möchte nicht, er möchte. Leverkusen stimmt. Er möchte gerne nach Duisburg. Sie hat Fahrziel Essen, auch das stimmt. Ja, dann haben wir sie alle. Das seht ihr auch immer ganz gut an der Schrift. Gehe in den Bus, wenn das da steht, habt ihr alle Passagiere eingeschickt. Und könnt eure Fahrt fortsetzen. So. Und dann würde ich sagen, spielen wir die nächste Ansage ab, und zwar die Begrüßung in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn, Busbahnhof über Essen, Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen und Köln. Der nächste planmäßige Halt ist Essen Busbahnhof. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station via Essen, Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen and Cologne. The next stop is Duisburg, Essen, Central Bus Station. Ja, ihr habt es gehört. Essen ist unsere nächste Haltestelle. Mitten im Ruhrpott. Sind jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Kilometer. 54. Und das ist nämlich das Schöne an den Linienbus-Szenarien. Die Entfernungen sind alle so schön klein, sodass das dann trotz der weiten Entfernung jetzt von Dortmund nach Bonn jetzt nicht, wer weiß, wie lange dauert. Ich finde das richtig schön, auch mal so ein kleines Linienbus-Szenario zu fahren. Ist mal was anderes als immer zu den großen Reisebus-Szenarien. Wir hatten ja in der letzten Folge die lange Fahrt von Amsterdam nach München. Das war schon wirklich sehr lang, über 2 Stunden. Da finde ich das auch mal richtig angenehm. Da hat sich Festsystem wieder mal was Schönes einfallen lassen, muss ich wirklich sagen. Absolut schön. Auch von den Ansagen her, schön kurz und knackig, nicht zu lange. Richtig toll, muss ich wirklich sagen. So, können wir weiterfahren? Ich finde so einen kleinen wendigen Linienbus hier, so ein Mercedes, auch richtig schön. Ist schön zu handeln. Wie gesagt, ist ein Unterschied zu den großen. Ja, passt einfach zum Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Aufmachung her, von der Lackierung her, doch sehr schön.
Vor allem, den kann man auch schön in der Außenperspektive fahren. Verliert man trotzdem nicht den Überblick. Vor allem, weil man ja nicht auf der Autobahn fährt oder größtenteils nicht. Deswegen braucht man ja auch keine großen oder nicht keine häufigen Überholmanöver tätigen, sodass man hier ruhigen Gewissens in der Außenperspektive fahren kann, auch wenn man die Außenspiegel nicht sieht. So, gerade noch 100, ist schon wieder 80. Naja, egal. Dann fahren wir halt 80. Machen wir Tempomat an, das ist am einfachsten. An diesem 16. Juli, Wahnsinn, ne? Die Zeit vergeht, ist schon wieder ein halbes Jahr rum. Das ist ja Wahnsinn, mehr als ein halbes Jahr sogar. 6 Monate sind ja schon ein Jahr, 12 Monate, 6 Monate haben wir ja schon, sind ja schon im 7. Monat, also Wahnsinn. Wirklich, also. Die Zeit vergeht, das ist jetzt noch gut. 5 Monate und ein paar Tage, dann ist schon wieder Weihnachten. Unnormal einfach. Unnormal. So. Nähern uns mit Riesenschritten Essen. Die Einkaufsstadt. So steht es geschrieben, wenn ihr am Hauptbahnhof seid, dann könnt ihr das ganz gut sehen. Ja, alte Zechengelände. Ach, Trauma. Traumhaft. Das Ruhrgebiet hat schon was, ne? Muss man wirklich sagen. Das war für 100 vielleicht doch ein bisschen schnell, die Kurve da. Aber das ist nur meine Meinung. So, wechseln hier mal die Spur. Jetzt sind wir doch auf der Autobahn. Und trotzdem dürfen wir nur 100. Naja, wir sind ja auch nur ein Bus. Schaut mal da oben. Ein Zug. War das so 185? Wenn wir sagen können, welche Baureihe dort gefahren ist, dessen Kanal blende ich als nächstes in mein nächstes Video ein. So, geradeaus. Mal durch den Kreisverkehr hat man auch nicht so oft in dem Spiel. So, fahren wir hier rechts raus. Ist ja beinahe in die Hose gegangen. Da war ich ein bisschen flott für die Kurve. So. Und dann sind wir schon in Essen. Herzlich willkommen. So, da vorne ist schon unser Halt. Ein bisschen können wir aber noch. Schauen wir mal, ob wir die Ampel noch auf grün schaffen oder ob wir hier anhalten müssen. Müssen wir anhalten. Gut, dann ist das so. Dann können wir mit der Ansage noch etwas warten. Weil die andere Ampel braucht man die nicht abspielen. Das bringt nichts. Noch einen Blinker an. Ich habe das Gefühl, es bezieht sich. Fängt es gleich noch an zu regnen? Na komm schon, Ampel. Komm, wir essen zeitig. Also geht doch. So, ich würde sagen.
Wir erreichen jetzt den Zwischenhalt Essen Busbahnhof. We now reach the next destination, Essen Central Bus Station. Und ihr seht, es hat genau gepasst. Die Ansage ist fertig, bevor ich an der Haltestelle stehe. Und trotzdem dauert es nicht lange, bis ich dran stehe. Also so ein, zwei Kilometer vor Erreichen des nächsten Halts abspielen, das passt dann auf jeden Fall ungefähr. So. Er möchte nach Guten Tag. Bonn. Das passt. Düsseldorf passt. Mönchengladbach passt. Aber sehr gerne. Er möchte nach Düsseldorf, auch das passt. Sie möchte nach Selin. Nein, das stimmt leider nicht. Aber Düsseldorf stimmt. So, wir sind fertig. Also wir steigen wieder in unseren Bus ein. Und spielen die nächste Ansage ab. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn Busbahnhof über Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen und Köln. Der nächste planmäßige Halt ist Duisburg Busbahnhof. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station via Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen und Cologne. The next stop is Duisburg Central Bus Station. Ja, wieder mal eine sehr schöne, kurze, knackige Ansage. So wie es sein soll. So, nächster Halt Duisburg. Jetzt auch nicht, wer weiß, wie weit weg, ihr seht es, 23 Kilometer. So ein Kreisverkehr fährt man nicht in der Regel nicht mit 50 km/h. Hab hier auf jeden Fall so in der Fahrschule gelernt. Schon gar nicht mit einem Bus. So. Bisschen zu weit. Da ist die Linie. Und weiter geht's. Dann hier rechts. So, weiter geht's. Sehr schön. Das hat mal gepasst. Also ich finde es schön, so von einer Stadt in die nächste zu fahren, ohne große Autobahnfahrten oder Landstraßenfahrten. Einfach so von Stadt zu Stadt. Keine langwierigen Touren, sondern einfach schöne, kurzweilige Touren. Schön durchs Ruhrgebiet. Also ich finde es richtig, ich finde das sehr interessant. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. So, Mülheim sind wir jetzt im Moment. Oberhausen schließt sich ja hier in Essen auch noch an, weil das müsste ich wahrscheinlich noch frei fahren. Bin aber gespannt, ob es noch Borken, meine Heimatstadt, ob es die vielleicht auch noch in dem Spiel gibt, ob sie noch geben wird. Wäre auf jeden Fall wunderschön. Also, das hätte schon was. So, wir verlassen Mülheim.
und fahren in Duisburg ein. Wunderbar. Herzlich willkommen. Du musst leider warten. Wir haben es noch bei Gelb geschafft. So. Wenn wir jetzt hier oben hier abgebogen sind, spielen wir die nächste Ansage ab. Wir erreichen jetzt den Zwischenhalt Duisburg Busbahnhof. We now reach the next destination, Duisburg Central Bus Station. Ja, wieder wunderbar gepasst. Kann man nicht anders sagen. Da wären wir in Duisburg. Wo denn die nächsten Fahrgäste? Da fangen wir dieser Frau hier an. Köln passt. Mönchengladbach passt. Wilhelmshaven passt leider gar nicht. Nee, Frankfurt Flughafen passt auch nicht. Da war ich im letzten Szenario mal irgendwann. Mönchengladbach passt. So, dann gehen wir hier rüber. Dem guten Mann hier. Düsseldorf. Den dahinter. Servus. Ich möchte nach Ciao. Köln, auch das, den nehmen wir mit. Und dann machen wir hier weiter. Grüezi. Danke. Mönchengladbach. Die möchte nicht, okay, dann bleibt sie hier. Servus. Leverkusen. Die steht aber ziemlich bescheiden hier, da muss ich euch schon mal sagen. Also, wie soll ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ist doch, also die stehen wirklich beschissen. Entschuldigung, ist aber so. Köln und er. Köln, so. Damit halten wir sie alle, glaube ich, oder? Ja. Mal wieder einsteigen. Und weiterfahren. Nächste Station ist Düsseldorf. Heißt. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn Busbahnhof über Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen und Köln. Der nächste planmäßige Halt ist Düsseldorf Busbahnhof. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station via Düsseldorf, Mönchengladbach, Leverkusen and Cologne. The next stop is Düsseldorf Central Bus Station. So, Düsseldorf ist jetzt auch nicht weit weg, 30 circa. Nur die Ampelphase dauern mir entschieden zu lange, muss ich wirklich sagen. Also das könnte schneller gehen, meiner Meinung nach. Ja, komm. Das fängt jetzt an zu regnen. Ich habe doch gewusst, dass da noch was kommt. Ich würde sagen, dann steigen wir mal ein. Warten wir den kleinen Schauer mal ab hier.
wird ja schon wieder hell. Ach ja, die Ampelphasen, die dauern mir einfach zu lange. Ja, 60. Dann sind es noch 20 Kilometer bis Düsseldorf. So. Wie gesagt, unsere Rastpause ist in Mönchengladbach auf dem Busbahnhof, im Parkplatz. Das seht ihr dann übrigens auch immer in dem Busboard, könnt ihr das ganz genau nachverfolgen, wo ihr welche Pause macht, wo ihr haltet und. Ach shit. War ich doch zu schnell? Ah, egal. Kann passieren. So. Da wären wir schon in Düsseldorf. So, wenn wir die Ampel geschafft haben, warten wir noch, bis die hier grün wird. So, eventuell die da vorne noch abwarten. Weil wie gesagt, Ansagen an Ampeln abzuspielen, finde ich ein bisschen blöde. Na komm schon. Also die meiste Zeit verbringt man wirklich vor Ampeln. Das ist einfach so. Das ist Wahnsinn. So. Wir erreichen jetzt den Zwischenhalt Düsseldorf Busbahnhof. We now reach the next destination, Düsseldorf Central Bus Station. Sag mal, Kollege. Da war aber nicht Hasenrein. So, Düsseldorf. So, stehen hier so ein bisschen unter Dach, das ist sehr schön. Da. Sie möchte nach Köln. Sie möchte nach Hamburg? Nee, das tut mir leid. So weit fahre ich nicht. Nee. Nee. Ach Leute, was ist denn los? Ja. Einer. Wahnsinn.
Na egal, gut, steigen wir ein, fahren weiter. Nächste Station. Mönchengladbach. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn, Busbahnhof über Mönchengladbach, Leverkusen und Köln. Der nächste planmäßige Halt ist Mönchengladbach Busbahnhof. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station via Mönchengladbach, Leverkusen and Cologne. The next stop is Mönchengladbach Central Bus Station. Ja, bevor wir an den Busbahnhof bzw. an die Haltestelle ranfahren, machen wir unsere Pause. So, komm. Und wie gesagt, die Ansagen im Busboard von Fast System, die sind genau auf diese Szenarien abgeschnitten. Also sind genau passend abgeschnitten auf die Halte, auf die Fahrten und wie gesagt, da hat sich Fast System wirklich, wirklich richtig, richtig große Mühe gegeben, muss ich wirklich sagen. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Also hier muss man wirklich mit Tempomat fahren, weil sonst ist man auf jeden Fall zu schnell. Weil der hat doch schon ein bisschen mehr Leistung als so ein Reisebus. Beziehungsweise vom auf jeden Fall von der Beschleunigung her. So, dann verlassen wir Düsseldorf. Fahren hier schön über die Rheinbrücke. Wunderbar. So, wo kommen wir jetzt an? Da sind wir schon in Mönchengladbach. Sehr, sehr schön. Jetzt nur noch bis zum Busbahnhof fahren. So, 100 kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch 100 ist. Wir sind ja mitten in der Ortschaft. Aber okay. Wenn das so ist, dann ist das so. So, ab hier ist aber Schluss mit lustig. Immer noch nicht. Wahnsinn. Doch, wird was sagen. Links rüber. Das hat sich aber jetzt ganz schön eingerichtet, ne? Also Wahnsinn, er hört ja gar nicht mehr auf. Ich hab doch gebremst. Sorry, ich, dass die Bremse nicht reagiert. Ich hab gebremst.
So, noch 6 Kilometer. Wir erreichen jetzt den Zwischenhalt Mönchengladbach Busbahnhof. We now reach the next destination, Mönchengladbach Central Bus Station. So, wie gesagt, wir werden ja es. Sehr geehrte Fahrgäste, wir werden nun eine kurze Pause von 15 Minuten einlegen. Wir möchten Sie bitten, rechtzeitig zum Bus zurückzukehren, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ihr habt's gehört. Wir werden jetzt eine Pause einlegen. Und zwar wenn wir hier anhalten. Aufstehen, wenn dann diese Taste drücken und dann auf Rasten gehen. Und dann werden wir weiter zur Haltestelle fahren. So. Wenn wir die nächsten Fahrgäste einchecken. Ja. Ja. Jo. Mahlzeit, bin ich hier. Dankeschön. Moin, sehr freundlich. Hi, auf geht's. Servus, sehr freundlich. Hallo, bitte sehr. Karlsruhe, tut mir leid. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Köln stimmt. Der noch. Hallo, bitte, danke. So, dann haben wir sie alle, können wir wieder einsteigen. Nächste Station müsste dann Leverkusen sein. So sieht's aus. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn Busbahnhof über Leverkusen und Köln. Der nächste planmäßige Halt ist Leverkusen Busbahnhof. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station via Leverkusen and Cologne. The next stop is Leverkusen Central Bus Station. So, das sind jetzt wieder ein paar Kilometer mehr, aber jetzt auch nicht so viele. Es hat aufgehört zu regnen, man glaubt es ja kaum. Sehr schön. Dann können wir auch wieder rausgehen. Haben sie doch wohl, also. So, dann verlassen wir Gladbach, Mönchengladbach.
Also für manche Kurven ist 100 km/h einfach zu schnell, finde ich zumindest. Aber naja. Diese Tiergeräusche hier, ne, die sind auch genial, oder? Wie seht ihr das? Ich find's wunderschön. Gibt dem Ganzen so ein bisschen Würze. Schön über die Brücke. Ach, herrlich. Wunderbar. Wir sollten wieder rüber. Sonst gibt das ein ganz böses Erwachen. So, hier bremsen wir mal, würde ich sagen. Ist doch ein bisschen eng, die Kurve. Vielleicht sehen wir ja dann als nächstes auch in Leverkusen die Bayer Arena. Schauen wir mal. Fehlt ein Trecker. Was ist da jetzt los, Kollege? Ist er weg. Danke, vielen Dank. Ach ja. Wie gesagt, das, was mich an dem Spiel noch ein bisschen stört, sind die langen Ampelphasen. Also das ist wirklich ein bisschen arg lang geworden. Ist aber nur meine Meinung. Wir fahren gleich bestimmt wieder 100. Ja, wer sagt's denn? So, Tempomat fahren ist eigentlich ganz chillig. Bringt nur leider nicht lange was. Komm, ich möchte den Grünen auch noch gerne schaffen. Wunderschön die Aussicht. Wunderschön. Da ist die Bayer Arena. Ihr habt sie vielleicht gesehen geradeaus. Hinter den Bäumen ist sie. Da hinten.
kann es jetzt leider nicht deutlicher machen, weil die Bäume da im Weg sind. So, noch 12 Kilometer, obwohl wir die Haltestelle schon sehen können, zumindest auf dem Navi. Ach komm, bitte, ey, geht doch. Also das mit den Ampeln ist wirklich schlimm. Weil die Rotphasen dauern mir entschieden zu lange. Ist einfach so. Das haben wir Glück gehabt. Nochmal rot. Brech ab. So, nächste Ansage. Wir erreichen jetzt den Zwischenhalt Leverkusen Busbahnhof. We now reach the next destination, Leverkusen Central Bus Station. So, sieht's aus. Keine Sekunde zu früh angesagt, würde ich sagen, oder zu spät. Schauen wir mal, wer hier mitfährt. Grüezi, ist der Bonn. Ne, Treff Hotel Panorama haben wir überhaupt nicht als Fahrziel. Servus. Bonn stimmt. Hello. Köln stimmt. Hi. Köln stimmt. Oder möchte er noch? Und Bonn stimmt. Und sie noch. Sinsheim, tut mir leid. Noch haben wir sie dann alle? Nee. Der möchte noch mit. Köln und er noch. Nee, dann haben wir sie alle. Genau. Mal weiterfahren. Ja. So, nächste Station dürfte Köln sein.
Fängt das schon wieder an zu riechen. Ach, das glaubt dir doch kein Mensch. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn Busbahnhof über Köln. Der nächste planmäßige Halt ist Köln Zentraler Omnibusbahnhof. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station via Cologne. The next stop is Cologne Central Bus Station. Ja. Fahren jetzt zu unserem letzten Zwischenhalt Köln. Zentraler Omnibusbahnhof. Der Busbahnhof. Bevor wir dann von Köln nach Bonn rüberfahren. Aber schön, dass wir hier 100 fahren dürfen. Dann schärft die ganze Sache ein bisschen. Fallen mit 100 durch die Stadt. Ach, jetzt nicht mehr. Wollte gerade sagen. Ach Gott, diese Ampeln. Oh, sorry, da war ich jetzt abgelenkt. So, 34 Kilometer noch bis Köln, der Domstadt. Wir haben uns anscheinend einen sehr wechselhaften Tag ausgesucht, zumindest vom Wetter her. Immer mal wieder längere Regenphasen, zwischendurch ein bisschen sonnig, sonnige Aufhellung, aber insgesamt doch sehr nass heute an diesem 16.07.2023. Bei uns zu Hause ist es im Moment noch trocken, schauen wir mal, wie lange.
dürfen. So, da kann man, glaube ich, schon den Dom sehen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. So, 22 noch. Und es regnet und regnet und regnet. Da lest hier schon Bonn, riesengroß. Wieder mal eine rote Ampel. Aber ich finde sowas ein sehr kurzweiliges Szenario, weil man, wie gesagt, in sehr kurzer Zeit durch sehr viele Städte fährt. Man sieht immer wieder was anderes. Es wird nicht langweilig, weil man irgendwie, ja, weiß ich nicht, viele Kilometer am Stück fährt, sondern hier wirklich. Ja, ein kurzweiliges Szenario, wirklich von Stadt zu Stadt und ja, ist wirklich so für zwischendurch wirklich mal richtig schön. Mir gefällt's. Ein sehr, sehr schönes Szenario mit schönen Ansagen. Was mich nur ein bisschen stört, wie gesagt, das mit den Ampeln. Also das ist mir eindeutig zu lange. Aber da kann man erstmal nichts dran ändern. Na komm.
wirklich wieder jede Ampel rot. Das ist zum... Naja. Lassen wir das mal. Na komm schon. So, dann durchfahren wir hier den Kreisverkehr und... Wir erreichen jetzt den Zwischenhalt Köln, zentraler Omnibusbahnhof. We now reach the next destination, Cologne, Central Bus Station. Ja, den haben wir tatsächlich erreicht. Müssen wir nur noch an die Haltestelle ranfahren. Wie genau, wo ist sie jetzt? Da, in der Bucht. So. Dann schauen wir mal. Bonn stimmt. Bonn stimmt. Also es kann jetzt nur noch Bonn kommen. Ja, logisch. So. Dann haben wir sie alle. Dann können wir zu unserer letzten Station fahren. Und zwar folgendes. Herzlich willkommen im Bus der Linie 425 nach Bonn Busbahnhof. Der nächste planmäßige Halt ist Bonn Busbahnhof. Welcome to the bus line 425 to Bonn Central Bus Station. The next stop is Bonn Central Bus Station. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu unserer letzten Station, während dort die Hohenzollernbrücke zu sehen ist. Wunderschön, auch immer wieder eine Reise wert. Und dort rechts der Dom, allseits bekannt, würde ich sagen. So, Bonn geradeaus, ich glaube, deutlicher geht's nicht. So, wir dürfen schön geradeaus weiterfahren. Perfekt. Noch dürfen wir 100.
noch 80. Und jetzt nur noch 50, logischerweise. Ach, shit. Ja, leider. Zum Glück kostet das kein echtes Geld, sonst wäre es ziemlich teuer geworden. Können wir jetzt auch die Ansage abspielen? Wir erreichen jetzt die Ziel- und Enthaltestelle Bonn Busbahnhof. Dieser Bus endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. We now reach the final destination, Bonn Central Bus Station. This bus terminates here. All change, please. So, die letzte Ampel für dieses Szenario. Die auf Rot steht. Kerl, aber die nerven wirklich. Oh, ein ICE. Oh, wunderbar. ICE 3, wie geil. So, damit wären wir angekommen in Bonn. Das so, wir spielen die letzte Ansage dieses Szenarios ab. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben die Ziel- und Endhaltestelle Bonn Busbahnhof erreicht. Dieser Bus endet hier. Wir bitten daher alle Fahrgäste hier auszusteigen. Vielen Dank. Ja, das war's dann. Wir steigen auch mal aus. Und ich würde sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit am Start seid. Das war's mit dem Szenario Buslinie 425 von Dortmund nach Bonn aus dem Fernbus Simulator mit dem Busboard von Fair System Sound Design. Wie gesagt, es war mal eine schöne, kurzweilige Fahrt. Wenn ihr wieder was Neues sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden uns das dann zu Herzen nehmen und versuchen, euch den Wunsch zu erfüllen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein, euer Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye. Bye.